Amen. Wir sind hier zusammengekommen, um vor Gott unsere Schuld zu bekennen und ihn um Vergebung zu bitten. Hört, welche Vollmacht unser Herr Jesus Christus seine Kirche gegeben hat. Er spricht zu Petrus: Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Und zu seinen Jüngern spricht der Herr: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Lasst uns beten mit Worten des 102. Psalmes. Herr, höre meine Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so höre mich bald. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, und meine Gebeine sind verbrannt wie vom Feuer. Täglich schmähen meine Feinde mich. Du wolltest dich aufmachen und über Zion erbarmen. Denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Amen. Gnade sei jetzt mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir hören ein Wort Gottes aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel. Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Amen. Liebe Beichtgemeinde, Jesus Christus lädt die Menschen dringend ein. Glaubt an das Licht, glaubt an mich, seht doch, dass ich der Messias bin, auf den ihr so lange gewartet habt. Denn genau damit hatten sie ihre Schwierigkeiten, ihn als den angekündigten Messias zu erkennen. Sicher, da waren die vielen Zeichen und Wunder, die er tat. Da war seine vollmächtige Lehre, aber der Messias? Nun hatte Jesus selbst sie obendrein verwirrt, indem er ankündigte, dass er von der Erde erhöht würde. Hatten sie die Heiligen Schriften, das Alte Testament, nicht richtig gelesen? Denn schließlich gab es dort mehrere Aussagen, dass der Messias ein Friedensreich aufrichten und ewig bleiben wird. Denken wir stellvertretend für die vielen anderen Stellen beispielsweise nur an Jesaja 9, eine der klassischen Weissagungen. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende nehme auf dem Thron Davids. Verständlich also, dass die Menschen ins Schleudern kommen und fragen: Wer ist denn dieser Menschensohn, der erhöht werden muss, wenn doch der Christus ewig bleibt? Der Streit um das richtige Bibelverständnis trieb nicht nur die damaligen Gemeinden um, sondern legt uns ja bis heute die Frage vor: Wer ist Jesus Christus? Wie ist er? Und welches ist die rechte christliche Art,
zu glauben und zu leben? Jesus antwortet nicht direkt auf die Frage, wer denn dieser Menschensohn ist, der erhöht werden muss. Und dennoch spricht er eine sehr deutliche Sprache, sodass jeder, der sich auf ihn einlässt, weiß und hört, er ist der Christus, der Retter und Heiland aller Welt. Die Menschen denken, wenn sie vom Messias, in Griechisch Christos, reden, an den einzigartigen Nachfolger Davids, der alles zurechtbringen wird. Der Gesalbte ist aber auch ein sterblicher Mensch. Er wird sehr wohl ein Friedensreich aufrichten, aber dieses Friedensreich ist nicht die Wiederherstellung irgendeines vergangenen Königreiches, auch nicht das des Königs Davids, das als starkes, vereintes Königreich in der Geschichte Israels gilt. Das Friedensreich des Messias wird dadurch aufgerichtet, dass er erhöht, gekreuzigt wird, um Frieden zwischen Gott und den Menschen zu machen. Jesus Christus, liebe Beichtgemeinde, ist das Licht wie ein Licht am Ende des Tunnels ins Freie. Er ist das Licht, das ins Leben führt. Licht ist das erste Schöpfungswerk Gottes. Es ermöglicht Leben auf unserem Planeten. Christus ist das Licht, das uns ewiges Leben schenkt. Und deshalb lädt er ein, wandelt im Licht, glaubt an mich. Er lädt uns ein, schaut nicht auf euch selbst, auf euren Glauben, der manchmal wahrhaftig mehr flackert als leuchtet, sondern schaut ständig auf das Licht der Welt. Und unser eigenes Leben, liebe Schwestern und Brüder, es erscheint immer wieder im Licht der Heilstatsachen, die Christus, der Messias, geschaffen hat. Im Licht des Kreuzes von Golgatha, im Licht seiner Auferstehung und Himmelfahrt, im Licht unserer heiligen Taufe, durch die er sein Licht in uns angezündet hat. Von dort her wird unser Leben hell und reich. Und von dort her wird auch das, was wir bislang und vielleicht niemals auf die Reihe bekommen werden, was wir verbockt haben oder immer wieder in den Sand setzen, ja, was wir gesündigt haben, all das wird im Licht seiner Auferstehung gesehen, im Licht Gottes, im Licht seines Christus, der uns erlöst, erworben und gewonnen hat. Wir, liebe Beichtgemeinde, brauchen keine großen Glaubenslichter zu sein. Es langt, dass wir wissen, Christus ist das Licht der Welt, an dem wir unsere Glaubensfunzel immer wieder neu anzünden können. Heute auch in der Beichte und im heiligen Abendmahl. Amen. Demütigt euch mit mir vor dem Angesicht Gottes und bekennt dem Herrn eure Sünden. Ich aber, Sünder, bekenne vor dir, meinem himmlischen Vater, dass ich deine schwer und mannigfaltig gesündigt habe, nicht allein mit äußerlichen groben Sünden, sondern vielmehr mit innerlicher, angeborener Blindheit, mit Unglauben, Zweifel und Leidmut, mit Ungeduld, Hoffart, Geiz und heimlichem Neid, mit Hass und Missgunst, auch andere bösen Lüste, wie du, mein Herr und Gott, das an mir erkennst und ich leider so vollkommen nicht erkennen kann. Diese meine Sünde reue mich und sind mir leid. Ich begehre von Herzen Gnade durch deinen Sohn Jesus Christus und bitte, du wollest mir deinen Heiligen Geist zur Besserung meines Lebens mitteilen. Amen.
Gott sei euch gnädig und stärke euren Glauben. Vor dem heiligen Wort frage ich einen jeden von euch. Begehrst du die Vergebung deiner Sünden im Namen Jesu Christi? So sprich ja. Glaubst du auch, dass die Vergebung, die ich dir zuspreche, Gottes Vergebung ist? So antworte ja. Viel glaubt, so geschehe euch. Auf dieses euer Bekenntnis verkündige ich euch allen, die ihr eure Sünden herzlich bereut. An Jesus Christus glaubt und den guten Vorsatz habt, durch den Beistand des Heiligen Geistes euer sündiges Leben in Zukunft zu bessern. Kraft meines Amtes als berufener und verordneter Diener des Wortes die Gnade Gottes. Und vergebe euch anstatt und auf Befehl unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus alle eure Sünden im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Lasst uns dem Herrn danken und also beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er mir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Lobe den Herrn, meine Seele. Ehre seinem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und euer Geist, ganz samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden, unversehrt, unsträflich auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Ganz herzlich begrüße ich euch zu diesem Gottesdienst zum Reformationsfest, den wir als Hauptgottesdienst mit heiligem Abendmahl und mit Kindergottesdienst feiern. Das Wort Gottes, das uns durch diese Woche begleitet, steht im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Und im Heiligen Geist lebt und lebt.
Briefes ist ein Schlusstext für die Reformation. An ihm wurde Martin Luther klar, dass vor Gott nicht die Gerechtigkeit zählt, die wir selber erworben haben, sondern nur die, die uns von Gott durch Christus geschenkte Gerechtigkeit. Am heutigen Reformationstag wollen wir uns diese wichtigen Worte des Apostels Paulus wieder in Erinnerung rufen. Nun aber ist ohne zu tun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Bezeugt durch das Gesetz nun die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, den hat Gott für uns, für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Schuld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist, und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz des Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne das Gesetz des Werke, allein durch den Glauben. Halleluja! Gemeinsam mit der Christenheit auf Erden sprechen wir.
den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erde, alles, das sichtbar und unsichtbar ist, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, der vom Vater geboren ist, vor aller Zeit und Welt, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel gekommen ist und leibhaft geworden durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und Mensch geworden, auch für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gelitten und begraben und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen mit Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die Toten, dessen Reich kein Ende haben wird, und an den Herrn, den Heiligen Geist, der da lebendig macht, der von dem Vater und dem Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und zugleich geehrt wird, der durch die Propheten geredet hat, und die eine heilige christliche apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden und warte auf die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. Sie erzählt von einem armen Schneiderlehrling, der
wegen seiner vornehmen Kleidung für einen Grafen gehalten wird und diese Situation so lange ausnutzt, bis die Täuschung schließlich auffliegt. Kleider machen Leute. Die Novelle von Kelle zeigt, wie leicht Menschen sich von Äußerlichkeiten wie der Kleidung blenden lassen. Hören wir noch einmal einige Verse aus der Epistel Römer 3. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Wie gut, liebe Gemeinde, dass Gott uns nicht nach unserem Äußeren beurteilt, danach, wie wir angezogen sind oder was wir nach außen hin darstellen, sondern allein durch seine Gnade wir ewiges Leben haben. Noch besser ist es, dass er uns auch nicht nach unserem Inneren beurteilt, danach, was wir im Verborgenen tun oder gedanklich erwägen, sondern dass er uns ohne die Erfüllung des Gesetzes unsererseits gerecht gemacht hat, allein durch den Glauben. Zugegeben, unsere Kleidung erwähnt der Apostel Paulus nicht, wenn es um unsere Seligkeit geht. Er gebraucht vielmehr Wörter wie Gerechtigkeit, Sünde, Werke, Gesetz, Glaube. Und doch hat dieser Text ganz wesentlich damit zu tun, wie Gott uns sieht. Das Wort Gerechtigkeit ist ja ein Schlüsselbegriff im Römerbrief und hat mit der Frage zu tun, wie wir miteinander zurechtkommen. Mit unseren Kindern, Freunden, Kollegen, mit Geschwistern und Eltern. Gibt es Reibungspunkte? Gibt es Dinge, über die wir uns bei anderen ärgern? Und wir müssen die Frage weiterführen: Wie kommen wir in der Gemeinde miteinander zurecht? Wie halten wir die Gebote Gottes ein? Reden wir nur Gutes übereinander und versuchen, alles zum Besten zu kehren? Bemühen wir uns, den anderen oder die andere zu verstehen, sie zu fragen, wo sie herkommen, welche Anliegen sie mitbringen? Und die noch viel wichtigere Frage, die wir uns stellen müssen und die Dr. Martin Luther sich gestellt hat: Wie komme ich mit Gott zurecht? Wie kann ich so leben, dass er mir wohlgesonnen ist? Denn sein Wort sagt uns klipp und klar, dass wir erstens ohne Christus verlorene Sünder und Sünderinnen sind. Schon lange bevor er die befreiende reformatorische Erkenntnis aufgrund seines Studiums gerade des Römerbriefes gewann, war Luther zutiefst über seine Sünde erschrocken. Er wusste, wie er als guter Mensch und Mönch leben müsste und wie er Gott über alle Dinge lieben sollte. Und er wusste, dass er nicht so lebte, wie er sollte. Er fürchtete Gottes Zorn. Meine guten Werke, die galten nicht, es war mit ihm verdorben. Die Angst, mich zu verzweifeln, trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb. Zur Hölle musste ich sinken, haben wir eben mit ihm gesungen. Auch er trug in seine Jugend bestimmte Klamotten, Kleidung, die waren von der Marke Klosterschlange. Das war kein feines Tuch, wie der Schneiderlehrling in Kelles Novelle
Quelle es trug. Und auf den Schnitt legte man ohnehin keinen Wert. Er trug eine Mönchskutte und lebte als Mönch im Augustinerkloster in Erfurt. Er wusste, dass sein Inneres, dass es dort noch viel schlimmer aussah als seine kratzige und borstige Kleidung. Wie ein Röntgengerät nur den Schaden im Körper aufzeigen, aber nicht heilen kann, so durchleuchtet das Gesetz Gottes unser Leben und stellt fest, dass wir seine Gebote an vielen Stellen übertreten, dass wir mit unseren Nächsten und mit ihm nicht immer zurechtkommen. Das Gesetz legt den Finger auf die Wunde. Es kann unsere Sünde aber nicht aufheben oder sie wieder gut machen. Und Gott kann Sünde nicht ignorieren. Sie musste gesühnt werden. Jemand musste für unsere Übertretungen des Gesetzes gerade stehen. Das tat Jesus Christus am Kreuz für uns. Durch seinen Tod hat er unsere Wunden verbunden und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Vielleicht kann man auch sagen, kleine Talare machen Falle. Ich weiß, problematisch. Dass in dem Talar ein Sünde steckt, das wisst ihr. Und ich weiß es noch viel besser. Und auch Luther wusste das. Aber das Kleid, der Talar, ist Ausdruck dafür, dass dieser alte Wagensack den Auftrag Jesu Christi hat, in seinem Namen bußfertigen Sünderinnen und Sündern die Vergebung im Namen des dreieinigen Gottes verbindlich zuzusprechen. Wie gut also, dass Luther seine alte, kratzige Mönchskutte ablegte und dafür einen Talar anzog. Ein zweites: Gott stattet uns ganz neu aus mit den Kleidern der Gerechtigkeit seines Sohnes. Es gibt ein sehr schönes Lied in unserem Gesangbuch, das ist heute leider nicht dran. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und dieses neue Kleid der Gerechtigkeit stammt nicht von einer Mode aus oder aus dem Kloster zu Erfurt. Es sind keine Kleider aus Stoff, wie wir sie tragen, sondern Gott hüllt uns ganz neu in seine Liebe ein, sodass, wenn er uns anschaut, er nur seinen Sohn Jesus Christus sieht, seine Dornenkrone, seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Dieses Erdenkleid Jesu wurde uns in der heiligen Taufe angezogen. Da wurde es für uns selbst und für alle Welt sichtbar und verwendbar. An der heiligen Taufe können wir seine Liebe festmachen an unserem Taufkleid. Kleider machen Leute. Wir haben vier Arten von Kleidern kennengelernt, die entweder mit unserer Ungerechtigkeit, mit unserer Sünde zu tun haben oder mit Gottes Gerechtigkeit, die er uns schenkt und mit der er uns überkleidet. Ich mache noch einmal einen schnellen Durchlauf. Teure Markenklamotten machen aus ihren Trägern keine besseren Menschen. Das sind Kleider der Täuschung. Wenn wir meinen, wir könnten das Gesetz Gottes erfüllen oder wir unsere Sünden oder unsere Sünden seien schon nicht so schlimm, wir bräuchten keinen barmherzigen Gott, dann sind das Kleider der Selbsttäuschung. Wenn wir erkennen, dass wir ohne Christus verlorene Sünde und auf seine Vergebung angewiesen sind, leben wir unsere Berufung als Christen gemäß. Auch wenn Christus unsere wahre Identität kennt, auch wenn er mehr über uns weiß, als andere Menschen über uns wissen oder zu wissen brauchen,
schenkt er uns Vergebung all unserer Schuld. Und das tut er auch heute wieder, wenn wir gemeinsam das heilige Abendmahl feiern und dabei hören und erfahren: Das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch in den Tod dahingegeben, zur Vergebung all eurer Schuld. Da überkleidet Gott uns erneut mit seiner Gerechtigkeit, die er uns in der heiligen Taufe schon längst geschenkt hat, damit wir mit ihm und mit unserem Nächsten zurechtkommen, so wie er seit dem Tod und der Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus mit uns zurechtkommt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Namen versammelt sind und er uns geboten hat, ihn, unseren Vater im Himmel, in aller Not anzurufen und für alle Menschen zu beten, so lasst uns im Vertrauen auf seine Barmherzigkeit unsere Fürbitten vor ihn bringen. Herr, du hast für die Deinen gebetet, dass sie alle eins seien in dir. Deine Christenheit aber bietet der Welt ein Bild der Zerrissenheit. Wehre den Ärgernissen, Spaltungen und Irrlehre. Überwinde gegenseitiges Misstrauen und Verhärtungen alter Gewohnheiten. Mache die Glaubenden eins in der Wahrheit, die du selber bist. Wir bitten dich für alle, die unter der Schwäche und Schuld der Christenheit leiden und sich um Erneuerung der Kirche bemühen. Lass sie nicht müde werden, sondern stark bleiben in dir. Zeige ihnen, dass nicht vergeblich ist, was für dich und deine Sache getan und gelitten wird. Gib, dass wir mit ihnen kämpfen und hoffen,
denn du bist nahe und dein Reich kommt. Wir bitten dich, erwecke uns zu frohem und getrostem Glauben. Gib, dass unsere Gemeinde lebendig wird durch deinen Heiligen Geist, damit unsere Mitmenschen dein Licht sehen und dir danken. Hilf den Politikern, für den Frieden zu wirken und für ein erträgliches Leben der Menschen zu sorgen. Gib allen Völkern Anteil am Reichtum der Erde und hilf, dass alle Fortschritte in Kultur und Technik dem Wohl der Menschen dient. Vor Arbeit, Sorge, Müdigkeit und Krankheit die Menschen gereizt macht, da schenke Gelassenheit und Frieden. Wo Menschen sich verlassen vorkommen, schenke du Zuwendung und Heilung. Erfülle uns mit deiner Liebe, dass wir frei werden von unseren Empfindlichkeiten. Wir bitten für die Menschen, mit denen wir in Unfrieden leben. Gib ihnen wie uns die Bereitschaft zur Versöhnung. Wir bitten dich für alle, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, erbarme dich ihrer Not und lass sie nicht verbittet werden. Um dies alles bitten wir dich im Namen Jesu Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist. Das ist der wahre Leib, das ist das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, für eure Sünden in den Tod dahingegeben. Thank you.
Der wahre Leib und das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi stärken und erhalten euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen. Friede sei mit euch. Amen. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.